Dr. Med. Otto Darmsch, Geheimer Medizinalrat, erbaute dieses Haus 1895, Nikolausberger Weg 22 bis 24. Otto Darmsch. Otto Darmsch, geboren am 23.06.1855 in Berlin, gestorben am 14.04.1934 in Göttingen, war ein deutscher Internist. Darmsch studierte Medizin in Berlin und Göttingen, wo er sich im Herbst 1876 immatrikulierte. 1879 wurde er Assistenzarzt an der Medizinischen Klinik in Göttingen. 1832 habilitierte er sich für Medizin und 1884 wurde er außerordentlicher Professor an der Medizinischen Poliklinik in Göttingen, an der Darmsch mehr als 50 Jahre bis zu seiner Emeritierung 1923 wirkte. Das wissenschaftliche Werk Otto Darmsch behandelt vorwiegend Tuberkulose- und Lepraerkrankungen. Seit 1906 leitete Darmsch die Göttinger Fürsorgestelle zur Bekämpfung der Tuberkulose. Während des Weltkriegs standen Darmsch alle Lazarette in Göttingen und Südhannover vor. Darmsch wohnte als Student im Wintersemester 1876-77 bei dem Kirschner Nöden, Zindelstraße 1. Im Sommersemester 1877 im Entbindungsheim, Kurze Geismarstraße 40. Von 1879 bis 1884 im Ernst-August-Hospital, Geiststraße 4. Und im Sommersemester 1884 bei der Arztwitwe Lamprecht, Bürgerstraße 62. Im Wintersemester 1884-85 bis 1887 bei dem Maurermeister Radkamp, Bürgerstraße 5. Als Professor wohnte Darmsch von 1887 bis Herbst 1891 bei dem Maurermeister Radkamp, Gronatorstraße 1. Vom Wintersemester 1891-92 bis zum Herbst 1895 residierte er bei dem Fuhrmann Eggers, Böhlerstraße 4. Das Haus Nikolausberger Weg 22-24 ließ Darmsch sich 1895 erbauen und wohnte dort bis zu seinem Tod. Otto Darmsch ist auf dem Stadtfriedhof in Göttingen begraben. Die Gedenktafel wurde auf Antrag von Frau von Stutterheim, geborene Darmsch, 1959 angebracht.